about the war. I'm so ashamed of it, but must admit, the sleepless nights I've had about the war. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware. Was machst du? Ich bin schließlich gegangen. Wieso? Warum, Thomas? Ich penne doch schon lange. Das glaube ich nicht. Der gehört uns jede Nacht, muss aber selber allein im Nest liegen. Vergiss den Thomas. Noch wach? Mhm. Ihr scheinbar auch. Sorry. Sind wir zu laut? Oh nein, ich muss eh noch arbeiten. So viel zu tun. Mhm. Das Lied, das Asylbewerber jetzt auch noch die Arbeitsvermittlung. Das hilft mir niemand. Ich würde schon helfen. Mit dem Frick. Ist schon gut, ich arbeite auch allein. Ich kann sowieso nicht pennen. Schon wieder? Hast du gestern schon nicht können? Ich glaube, ich kann erst wieder schlafen, wenn ich den Scheiß erledigt habe. Einen anderen Grund hat es nicht. Was meinst du? Vielleicht gleich wegen Alex und mir. Ich habe doch gesagt, ich störe mich nicht. Ja, ich weiss nicht, vielleicht weil wir ja uns im Moment so nahe sind. Und? Ja, du hast niemanden. Doch, ich habe einen Haus, wir sind immer noch zusammen. Ja, wenn man das so nennen kann. Auf was willst du rauslassen? Ich habe einfach das Gefühl, dir geht es in letzter Zeit nicht so gut. Wie kommst du auf die Idee? Ja, mir würde es auch nicht so gut gehen, wenn jetzt, sagen wir, der Alex monatelang in New York wäre und ich wüsste nicht, wo er sich herumtreibt. Ich weiss ganz genau, wo sich der Uras in New York herumtreibt. Ja gut, so viel Kontakt haben wir jetzt auch nicht gehabt, oder? Mann, wir telefonieren fast jeden zweiten Tag. Okay, dann habe ich das in dem Fall nicht so mitbekommen. Klar hätte ich manchmal gern, eben da, aber so eine Fernbeziehung hat er... Seine gute Seite. Weißt, freuen wir uns, wenn wir uns wieder sehen. Lotta, wo bleibst? Ja. So kann man es natürlich auch sehen. Also, nicht mehr zu lange. Ne? Ich höre ihr auch nicht. Das geht's doch nicht, Urs. Ich vertrage einfach die Telefon nicht mehr. Ich will dich sehen und nicht immer nur hören. Was auf New York? Urs, was soll das? Du weißt ganz genau, dass ich im Moment da nicht weg kann. Oh, wachst du, es hat geläutet. Ist gut, bin wieder da. Ich weiss es auch nicht. So geht's in der Fall nicht weiter. Los, reden wir morgen weiter. Okay. Tschüss. Michael. Gute Nachricht, Thomas. Es haben sich noch mal zwei Firmen gemeldet, die bereit sind, Asylbewerber einzustellen. So hat er die Unterlagen mitgebracht. Merci. Was ist los, Thomas? Ist ein Problem? Nein. Wieso? Du meldest dich nicht mehr seit einer Woche. Ich habe mir Sorgen gemacht. Hey, ich habe einfach extrem viel zu tun gehabt. Ist das der Urs gewesen, am Telefon? An der Lampe? Hi. Ist alles okay? Für das machst du mir aber einen ziemlich niedergeschlagenen Eindruck. Ja, gerade die geniale Idee, ich soll auf New York kommen. Wie wenn ich im Moment da wegkomme. Training, das schafft Platz für Neues, weißt du? Wieso redet eigentlich immer alle von Training? Ich bin noch mit dem Urs zusammen. Und was ist, wenn er nicht zurück will? Ich kenne das, Thomas. Liebe kannst du nicht erzwingen. Sich in die Arbeit zu vergraben, das ist auch nicht die Lösung. Nein, nicht jetzt. Moment!
Du? Ich habe im Moment überhaupt keine Zeit. Nur kurz, bitte, Thomas. Ich bin total im Stress. Ich auch. Ich wollte mich eigentlich nur von dir verabschieden. Pass auf, Frau. Was ist los? Ich gehe zurück. Was zurück? Nach Deutschland. Da gibt es zwar noch mehr Arbeitslose als hier, aber vielleicht schaffe ich es ja noch als Putzfrau. Was ist denn passiert? Es ist alles schief gegangen. Ich habe alles in den Sand gesetzt und jetzt gehe ich, das ist alles. Ich wollte mich nur noch von dir verabschieden. Du bist doch eben der einzige Mensch, trotz allem, der... Warte, du gehst jetzt noch nicht. Du trinkst jetzt erst noch einen Kaffee mit mir. Also, dir ist es nicht mehr so recht gelaufen. Du hast gefunden, es ist doch nicht ganz so dein Ding. Und du sagst, du hast genug gekämpft. Sabina, sag jetzt, sag doch, was wirklich passiert ist. Ich meine, du haust dich nicht einfach aus der Schweiz ab. Ohne Perspektiven, ohne nichts. Bist du wahrscheinlich zu mir gekommen? Das habe ich dir doch gesagt, weil du mir als Einziger hier noch was bedeutest. Weil du ein wirklicher Freund warst. Obwohl das nicht immer ganz leicht war. Für dich, ich meine... Ich war in dich verliebt und... Und du hast mir immer geholfen. Sogar beim Schlimmsten in meinem Leben. Was beim Schlimmsten? Die Leihmutterschaft, aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht sprechen. Ich gehe jetzt. Warte schon, Sabine. Jetzt könnte ich deine Hilfe mal brauchen. Hilfe? Was denn für Hilfe? Ja, mein Asylprojekt. Ich habe Leads im Herbst. Ich brauche dringend Hilfe. Was sagst du jetzt, um mir zu helfen? Nein, kein Scheiß. Du wärst ideal. Ach, Thomas. Du machst also. Aber nur, bis du jemand anderes gefunden hast und nur dir zuliebe. Ach, dann erzählst du mir jetzt aber noch, wieso du so überstürzt will auf Deutschland abhauen. Das hat was mit deiner Mutter zu tun und darum will ich nicht darüber reden. Ich kann aber ruhig. Ich bin's. Wir sind mal ziemlich gut befreundet gewesen. Ja, das war ich mit ihr auch mal. Sie hat mich hintergangen und ist mir in den Rücken gefallen. Ich musste sofort alles abbrechen mit ihr, das Geschäft, mit Bela. Dass mir sowas mit Katrin passieren würde, hätte ich nie geglaubt. Zu allerletzt mit ihr. Sie ist komisch, ich finde es auch in letzter Zeit. Wir haben uns irgendwie extrem entfremdet. Ich habe ihr früher noch viel mehr erzählt. Vielleicht ist es auch normal. Du musst auch mal wegen ihr nicht deine ganze Existenz da aufgeben. Die hing bis jetzt aber immer nur von ihr ab. Ja, bis jetzt. Aber von jetzt an hängen sie von mir ab. Ich bin dir so etwas von dankbar. Du bist genau, was ich gesucht habe. So pragmatisch, ordentlich, logisch. Dann erst mal eine Frau. Einfach perfekt. Der Frick wird staunen. Frick? Du arbeitest wirklich mit ihm? Er ist der grosse Sponsor. Echt? Entschuldige, Thomas, aber dann... Ich kann diesen Menschen nicht ausstehen. Ich habe schon zweimal für ihn gearbeitet. Erst als Babysitterin und dann später mit Katrin für dieses Hotelprojekt. Thomas, das ist das größte Schwein, das ich kenne. Ich verstehe überhaupt nicht, wie du mit dem... Nein, 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 dann kann ich das nicht machen. Überleg dir das nochmal, Sabine. Ich habe doch zuerst genauso gedacht wie du, wenn nicht noch schlimmer. Aber kannst du dir vorstellen, dass ich mich mit so einem Erzkapitalist auf so eine Sache einlassen hätte? Einfach so? Nee, eigentlich nicht. Aber es geht mir auch gar nicht um Kapitalismus. Er ist einfach unmenschlich in jeder Hinsicht. Ja, ich weiß. Ich habe ja auch lange darüber nachgedacht. Ich habe dann irgendwann gefunden, wenn einer so ein riesen Asylantenprojekt unterstützt und so viel Stutz reinbuttert, dass... Ich weiß doch auch nicht, dass er irgendetwas gut machen will. Ja, schon, aber... Und egal, auch wenn das alles gar nicht so ist und er immer noch das gleiche Schwein ist wie eh und je, dass ich die Chance nutzen muss... Weil, schau, mir ist doch eigentlich scheißegal, woher das der Stutz kommt. Er hilft so vielen Leuten. Ja, das verstehe ich ja. Aber wenn ich das mache, dann will ich ihn nicht sehen. Das ist alles. Das musst du auch nicht. Du kannst trotzdem mitschaffen. Hallo? Störe ich grad? Ich habe gerade Besuch. Sabina! Lange nicht gesehen. Damenbesuch, Thomas. Sehr schön. Da hat er etwas mitgebracht. Wow, merci vielmals. Sabina arbeitet mit ab sofort. Ah ja, das ist ja hervorragend. Dann hast du aber gefunden, was dir hilft. Wir haben noch keine Details besprochen. Ja, dann mach das mal. Das ist wichtig, Thomas. Auf eine gute Zusammenarbeit, Sabina. Was macht denn die da? Die schafft doch mit der Katrin in dem Modegeschäft. Die sind schwer verkracht. Katrin und Sabina schwer verkracht.
meinen Schlüssel nicht dabei. Herr Frick. Guten Morgen, Sabine. Ich hätte es ihm Thomas vorbeibringen. Ist er da? Nein, er ist in der Uni. Legen Sie es doch einfach hier hin. Ja, danke. Ich bin im Moment sehr beschäftigt. Kann ich jetzt ein Glas Wasser haben? Wenn es sein muss. Ja, natürlich muss es sein. Dass wir uns da wiedersehen, Sabine. Schon lustig. Was soll daran lustig sein? Oh, Schicksal. Es führt einmal den seltsamsten Ort wieder zusammen. Das finde ich lustig. Wie läuft's hier? Gut. Ziemlich kompliziert, nicht? Nein, nicht besonders. Das hat gut getan. Okay, schönen Tag. Danke. Entschuldigung. Da ist noch etwas, solange ich hier bin. Herr Frick, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Ganz, ganz kurz. Ja, was ist denn? Es ist für den Thomas nicht einfach, wenn Sie mit seiner Mutter solche Differenzen haben. Woher wissen Sie das? Vom Thomas natürlich. Von wem denn sonst? Das hat er Ihnen einfach so erzählt? Ja. Wir haben eine sehr offene Beziehung. Das wundert mich. Ah ja. Wenn nicht. Was geht Sie das überhaupt an? Und ich bin vollkommen auf Ihrer Seite. Soll ich Ihnen sagen, was ich von Ihrer ehemaligen Freundin halte? Nein, ganz bestimmt nicht. Lady Catherine treibt ein ganz fieses Spiel. Gehen Sie jetzt, bitte. Es ist mir nur wichtig, dass Sie wissen, wie dieser Rimbaud-Deal zustande gekommen ist. Der Rimbaud-Deal? Catherine hat das alles eingefädelt, nicht umgekehrt. Sie hat Rimbaud so lange bearbeitet, bis das Ding zustande kam und Ihnen hat sie das Gegenteil erzählt. Nein, das glaube ich Ihnen nicht. So ist Katrin gar nicht. Warum erzählen Sie mir das? Was wollen Sie eigentlich? Was nützt Ihnen das? Es ist wahr. Ich kann es beweisen.